Blaue Kiste mit Illyrium Crystals. Da. Wird gegrindet, wird weitergelegt in dich. Du bekommst... Brauch Rohr. Du bekommst von da... Jo, sehr schön. Oh, du bist... Nehmen wir einfach da, was hältst du davon? So, du machst bitte... Illyrium Dust. Kriegst mal testweise... Was? Ach so, du brauchst die... Wo kriegst du denn die Flüssigkeit her? Die... Cleaning Illyrium Dust. Hä? Ach so. Hä? Nochmal. Bau. Bau. Mach den da weg. Ah, okay. Ich hatte es nur falsch rum gemacht gehabt. Gut, dann mach jetzt da das Rohr dazwischen. Dann brauchen wir von da hinten irgendwo Wasser. Ja. Pumpe war jetzt falsch, aber egal. So, der normale Rohr. So. Jetzt kommt sowohl ein Gegenstand raus, als auch die Flüssigkeit. Das heißt, Gegenstand wird in die Kiste gepackt. Ihr habt hoffentlich schon alle Muni. Ja, sehr gut. Sie könnten hier schon losdackern. Das ist super. Flüssigkeit weiß ich jetzt noch nicht, was ich machen soll. Du, tu mal einen da rein. Ja, zwei Flüssigkeit kommt jetzt raus. Research. Research bitte. Das da, damit ich aus 10 Eldrit ein verdammtes Science Pack machen kann. Ernsthaft? Ich kriege aus dem Teil da oben 140 Illyrium raus. Das heißt, ich kann daraus 140 Eldrit machen. Also 14 Lila Tränke. Wow. Das ist auch eine Möglichkeit, das High-End-Gebiet zu entschleunigen. Research. Und das stelle ich woher? Used by Lab for Research. Ja, was ist wahrscheinlich denn hier drin, huh? Dann habe ich hier nachher die Option für lila Tränke. Und musst du nur den Eingang da machen, dass es da hinkommt. Gut, und du, Illyrium Dust, bist dafür da, die anderen Illyrium-Sachen zu bauen, die da in einem Kompressor. Das heißt, ich baue einen Kompressor. Stell ihn da hin. Und tu dich da eine Kiste. Und dann kann ich gleich einen einzigen Turm bauen. Also einen von den guten. Jo, ist immer 1 zu 1. Ja. Okay. Oder ich könnte jetzt zwei von den nicht so guten nehmen. Mit einer 22er Range. Boah, ist alles schweineteuer da. Und warum habe ich da oben Repair-Probleme? Hier irgendwo. Ein bisschen weiter. Das Ärmchen kann nicht repariert werden, weil haben wir keine Repair Packs. Oh. Die sind gar nicht verbunden mit denen. Das sind zwei separate Robonetzwerke. Ja, das war nicht der Plan. Dann mach das mal bitte so. Und jetzt sind die auch alle verbunden. Viel besser. Okay. So, dann schaue ich mir mal ganz kurz das hier an, ob das soweit läuft. Also auf der linken Seite ist jetzt die MG-Munition. Weil es wird offensichtlich nicht so leicht sein, die komplette Basenverteidigung durch Lasertürme zu machen. Dafür bräuchten wir so dermaßen viel Illyrium, dass es nicht mehr lustig ist. Du. Dum, dum, dum,
Dum-dum. Shift. Shift. So. Da kommt jetzt die Munition auf der falschen Seite. Das müssen wir kurz wegfangen. Und dann gucken, dass die zukünftige Sniper-Munition auf die rechte Seite des Fließbandes kommt. Und ich habe keinen Platz mehr. Okay, kann ich denn von Hand irgendwo was reinstopfen? Gerade. Da zum Beispiel. Ich mache einfach da eine Kiste hin mit einem nicht vorhandenen blauen Ärmchen. Dann kommst du nämlich auf die rechte Seite. So. Und das sieht danach aus, als wären das keine Altlasten, sondern wären das die ganzen neuen. Das heißt, ich muss gleich zur Fabrik gehen und das da fixen. So wird das nämlich nichts. Aber ich kann es trotzdem aufsammeln, weil zu schnell stellt die Fabrik das nicht hier, die Munition. Oder? Sieht das sehr viel aus gerade. Lauf auf dem Fließband hoch, das geht schneller. Go, 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 go. Du. So. Ne. Kommt immer wieder. Okay, also anscheinend haben wir genug Sniper-Munition. Und wo hatte ich die jetzt? Ich glaube, da habe ich das verbunden gehabt. Ja, das ist das Problem. Das heißt, wir setzen das einfach nicht über ein Fließband drauf, sondern über ein Ärmchen da hinten. Ist? Achso, hier ist nur die Gatling-Munition. Die können wir weg. Gatling-Munition hier, das ist auch okay. Weg, weg. Weg, weg, so kriege ich meinen blauen Ärmchen wieder. Oh, Strom nicht weg. Ja. Wo kommt die Sniper-Munition? Ah, Sniper-Munition hatte ich gelöst gehabt durch einen Roboter. Döns. Hier. Das auf die rechte Seite legt. Das ist auch soweit richtig, aber ich sollte mal mehr machen als nur das. Sondern das Ganze so. Und das hier raufschmeißen. Aber anscheinend hat es gar keinen Platz auf der rechten Seite, weil ich gerade durch die anderen Ärmchen alles rauflegen lasse. Jo, wir werden angegriffen rechts und da ist niemand und nichts anscheinend, das schießen will. Oder ist das schon wieder... Ne, das ist wieder da unten. Das Ding lebt immer noch? Okay. Na, komisch. Ja, das sollte er behalten. Also, Munition ist einigermaßen gefixt. Illyrium Verarbeitungsanlage ist gebaut und ist einigermaßen sicher. Das heißt, ich laufe jetzt zurück zu Illyrium Mine. Ich laufe auf dem Fließband zurück, das geht schneller. Ich laufe jetzt zurück zu Illyrium Mine, beziehungsweise den beiden, um da die Sachen wegzufangen. Naja. Um da die Sachen wegzufangen, weil wenn die jetzt angegriffen werden würden, ist zwar Verteidigung da, aber nicht so viel. Es ist Verteidigung da, aber nicht so viel. Und es könnte sein, dass die Kiste aufgefressen wird, bevor die Viecher tot sind. Und das wäre echt übel. Weil Illyrium anscheinend sehr begrenzt ist und man sehr, sehr viel davon braucht. Ja, das obere ist schon weg. Krass. Okay, du da. Aufmachen bitte, Illyrium. Her damit. Her damit. Geht das so? Ja, geht so. Okay. Das kommt, das heißt, eigentlich könnte ich mich auch hier in der Gegend rumtreiben. Ein bisschen. Also Biomasse machen oder fischen. Fischen ist, glaube ich, sinnvoller. Ich treibe mich hier einfach ein bisschen rum. Mache hier vorne noch Licht, damit man ein bisschen was sehen kann. Und warte, bis die 82 da draußen sind. Wobei es jetzt nur noch 80 sind. Und dann, wenn ich alles habe, kann ich das gesamte Ding hier abreißen. Und dann muss ich mich umgucken nach anderen Illyrium-Minen. Da war eine Riesenbasis, eine. Yay! Die da oben wäre schon sinnvoller. Ah, das ist krass. Das ist echt krass. Also wie viele Illyrium ich brauche für die Türme und dergleichen. Also so eine Massenabdeckung mit Laserwänden, die wir ja hatten in den letzten Staffeln, das kann ich hier echt knicken. So, Angriff oben links, aber genug Türme schießen. Was, Fischi? Oh, und ich ersticke schon wieder. Jep. Jep, 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 jep.
gib mir Illyrium. Wie viel fehlt jetzt noch? 76. Ja, das kann ich dir nächstes Mal abholen. Lauf, 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 lauf. Basis scheint wieder sicher zu sein. Und ich habe vergessen, den Sniper-Turm zu setzen. Das muss ich auch nächstes Mal machen. Dafür sieht es hier mit der Munition inzwischen gut aus. Das ist auch schon mal schön. So, Essen, Trinken, Zeug ist da hinten. Lauf, 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 lauf. Advanced Chemistry wird gerade gar nicht erforscht. Weil wahrscheinlich wieder irgendwas Wichtiges fehlt. Ich gucke, ja, grüne Tränke kommen gar nicht, weil keine Ärmchen kommen, weil kein was kommt. Keine Zahnräder. Zahnräder kommen nicht, weil die kein Eisen sich holen. Ja. Da ist voll. Das heißt, jetzt wird das Fließband befüllt, bis das da voll ist. Und danach kommt es erst auf das Fließband hier unten, damit das Ärmchen sich das nehmen kann. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach hier die Zahnräder rausnehmen. Und da unten reinschmeißen. Das geht dann schon mal ziemlich flott hier. Sehr gut. Braucht noch jemand Zahnräder von euch? Nee, du brauchst nur blaue Ärmchen. Wozu sind die grünen Ärmchen? Die sind für den Trank da, ne? Genau, für den hellblauen Trank. Wobei hellblau gerade gar nicht gebraucht wird und die sich hier schon stauen. Gut. Sollte sich hier also dementsprechend auch stauen. Du hast keine grünen Chips. Das ist nicht gut. Ja, schön durch ihn laufen. Grüne Tränke trudeln rein, Forschung geht weiter, alles ist gut. Hätte sich das auch von alleine gefixt? Nö, ne? Weil die Ärmchen wurden wohl bei irgendeinem Angriff mal zerstört. Wurden nicht ersetzt. Und er hatte so keine Möglichkeit mehr an Eisen ranzukommen. Wie schaut das bei dir aus? Du kriegst keine Zahnräder, weil die gerade beschäftigt sind. Hier. Du kriegst keine grünen Chips, weil so die Repair Packs voll sind. Ja, okay, das ist auch eine gute Ausrede. Mach mal weiter. Warum kommt jetzt hier kein Kupfer an? Du hast doch da. Achso, weil du keine roten Tränke rausgeben kannst. Das Überschussproblem. Gib mir Wasser. So, was wollte ich jetzt tun, außer meine Sauerstofftanks und so weiter auffüllen? Ich wollte das Illyrium verarbeiten. Dazu muss ich zur Flüssiganlage da oben hin. So, und ich kann hier mal wieder Stein mitnehmen, um daraus Landfill zu machen. Und das kommt alles weg. Noch eine Steinmine weniger. Muss ich auch drauf achten. Hier. Du kriegst Illyrium. Nein, kriegst du nicht. Du kriegst Illyrium. So. Mit den Türmen, ja, weiß nicht. Die besten Türme brauchen ja. Nee, die brauchen keine Lila-Tränke. Das geht auch ohne. Shooting Speed 60 pro Sekunde, Range 30. Energy Consumption 7,2 MW. 7, wow! Okay, also ein Turm verbraucht mehr Strom als alle unsere Roboports und schmelzen zusammen. Oder genauso viel dann. Das ist viel. Das ist echt viel. Was ist mit den Stufen davor? 4,8, 2,4. Aber die Reichweite von 15 ist halt doof. Da könnte ein Hydralisk kommen und das Ding auffressen. Zumal die Dinger auch nur 200 Hitpoints haben. Was ist krank ist das? So, warte, nicht alles an Stein weg. So. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie ich mit umgehen soll. Also es lohnt sich ja gar nicht, das Ding zu setzen, quasi.
uns mal mit. So, Angriff unten rechts ist in Ordnung. Ich... Plasma-Technologie. Plasma-Launcher. Kostet viel zu viel zu viel. Plasma-Ammo. Plasma-Blaster. Plasma-Rifle. Braucht 20 Illyrium Crystals. Plasma-Scorcher. Reichweite 80. Reichweite 30. Und die Dinger brauchen Power Sources. Und Power Sources waren auch aus Illyrium, richtig? Also dementsprechend sehr beschränkt. Power Source. Ein Illyrium Crystal, ja. Mist. Was ist das für ein Rezept? Illyrium Dust bekommt man aus Eldrit. Oh, kann ich das weiterverarbeiten? Das Eldrit, wenn ich es nicht für die Forschung benutzen will. Weil ich glaube, die Lila-Trank-Sachen, das ist mir noch ein bisschen zu high-end. Aber dann könnte ich wenigstens ein paar mehr Dust herstellen, um daraus mehr Kristalle herzustellen und so weiter. Bau mal ein Chemical Plant Ding. So, stell das mal daneben und guck mal, ob da Rezepte sind. Ja, das geht. Oder? Ja, Eldrit und macht daraus den Dust. Niem. Warte. So könnte das gehen. Da. Achso, dafür war die Fabrik hier gedacht. Richtig, das war ein Denkfehler meinerseits. Aber jetzt kann ich es nicht mehr umstellen, weil da schon Flüssigkeit drin ist. Und wenn ich das kaputt machen würde, wäre sehr viel Illyrium weg. Also mach daraus bitte Illyrium Dust. Setz das dahin. Dahin. Geht nicht. Daumen. So. Setz dich dahin auf dem Fließband. Na, was zum Teile war das? Das war so ein lila Ding, ne? Ja, hier alles reparieren. Was ist da kaputt gegangen? Ein Armchen nur. Okay, also diese lila Bombe kann bisher zumindest nicht Kisten instant zerstören. Das ist schon mal einigermaßen beruhigend. Trotzdem war das gerade sehr verstörend. Her damit. So, wird alles weiterverarbeitet, gib mir die trotzdem. Ich will sie mit mir da haben. Da sind sie sicher, verdammt.